habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich bin wieder da. Fehlst mir noch als Konkurrenz? Ja, jetzt ist Elsa da. Princess Charming ist zurück, ich bin zurück, ihr seid hoffentlich zurück. Ich habe mega Bock drauf und ich werde heute mit euch über die Highlights der allerersten Folge sprechen. Ich werde euch einige Szenen zeigen und ich werde aber auch über ein paar wichtige Sachen sprechen, die ich einfach mal ansprechen möchte hier so am Anfang. Das ist irgendwie gerade so zuletzt aufgeploppt, sind vielleicht auch ein paar ernste Worte. Ja, ich finde es aber irgendwie wichtig, ich finde es relevant. Ich werde es kein zweites Mal erzählen und damit ist dann diese Thematik für mich auch erstmal so grob beendet. Und was ich alles zu sagen habe und was in der allerersten Folge von Princess Charming passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid hier. Wenn ihr Bock auf Princess Charming habt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie schon mega Bock, weil ich irgendwie so mit Princess Charming wirklich immer eine sehr, sehr schöne Zeit verbinde. Ja, ich muss ja sagen, dass ich natürlich auch eine gewisse Müdigkeit habe, nicht bezogen auf Princess Charming, sondern auf diese Dating-Formate, die ja einfach immer so einem ähnlichen Prinzip entsprechen. Aber bei Princess Charming bin ich immer sofort so, pam, da bin ich da. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, also die ersten paar Minuten liefen so das erste Bild, da dachte ich so, oh Gott, ja stimmt, das ist ja Thailand, oh, das ist ja auch dieselbe Villa. Und gerade bei Thailand, nicht, dass ich was gegen Thailand habe, aber dann dachte ich mir so, okay, irgendwie alle Reality-Shows werden gerade in Thailand gedreht und ich habe irgendwie auch gerade das Bachelorette-Finale hinter mich gebaut und hatte das Gefühl, irgendwie dieselbe Kulisse zu sehen. Und da wusste ich in dem Moment nicht, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut, aber so nach den paar Ausschnitten von der kompletten Staffel, muss ich ehrlich sagen, hat sich das ein bisschen gelegt. Hallo ihr Lieben! Hallo. Ich habe einfach Lust, jede Einzelne mit aufs Date zu nehmen und einfach Memories schaffen. Fällt es ein bisschen schwer zu reden, wenn ich in deine Augen gucke. Ja. Da ist etwas in der Luft. Habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich bin wieder da. Fehlst mir noch als Konkurrenz? Ja, jetzt ist Elsa da. Ich krieg immer alles, was ich will. Jetzt wird's ernst. Der Konkurrenzdruck ist da. Jetzt ist es irgendwie so schwierig für mich. Ja, das ist für mich halt einfach kein Spiel. Deshalb habe ich einfach Angst davor, ja. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und jetzt möchte ich mal ein paar Sachen sagen, die ganz wichtig sind für diese Staffel. Deswegen hört genau zu, denn ich werde es kein zweites Mal wiederholen. Es wird einen Princess Charming Talk geben. Ich hoffe, dass ich ihn jede Woche machen kann. Ich kann das nicht garantieren, weil das natürlich von mehreren Faktoren abhängig ist. Erstmal, ob ich Zeit habe. Ihr wisst, der Sommerhaus der Stars startet bald und es gibt immer viele Themen noch drumherum. Und das wird natürlich ein bisschen mein Hauptfokus sein. Aber mein Hauptfokus bei Princess Charming wird der Talk sein und im besten Fall Interviews, weil ich habe richtig Bock, die Kandidatinnen kennenzulernen. Und ich finde, die sind alle so individuell und haben einfach interessante Geschichten zu erzählen, dass ich das auf jeden Fall irgendwie unter einen Hut bekomme und auch einfach davon ausgehe, dass der Princess Charming Talk jede Woche stattfindet. Ich habe eine Flinter, wie man sagt, an meine Seite geholt. Ich bin gespannt, wie es wird. Also ich kenne sie schon länger. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal Videos mit ihr gedreht und ich habe eigentlich ehrlich gesagt einen coolen Vibe. Und ich bin gespannt, wie das sich entwickelt, diese Dynamik. Ich glaube, wir wollen auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten in der Hinsicht, dass sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kompetenzen hat als ich. Ja, und dafür wurde ich ja zuletzt auch kritisiert, weil ich zum Beispiel dieses Wort Flinter nicht kannte. Also ich habe es schon mal gehört, aber ich konnte es nicht erklären. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es immer noch nicht richtig erklären kann, weil da so viele Sachen in einen Topf geworfen wurden, dass ich irgendwie gar nicht mehr weiß, was es jetzt eigentlich ist oder was ich ein bisschen schade daran fand oder auch ehrlich gesagt ein bisschen strange, und das muss ich einfach auch nochmal ansprechen, ist der Fakt, dass man nur, weil ich quasi eine queere Person bin, davon ausgeht, dass ich irgendwie jedes Wort, jedes Vokabular, was es da in diesem Bereich gibt, kennen muss. Und ich finde es einfach kompletter Käse. Das ist ja bei heterosexuellen Menschen auch nicht so, ja, dass die in jedem Spektrum genau Bescheid wissen, was welcher Fachbegriff bedeutet. Und ich finde auch ehrlich gesagt, für mich ist das nicht so wirklich relevant. Also natürlich lerne ich gerne dazu und wenn neue Begriffe aufploppen, dann interessiere ich mich auch dafür. Und ich glaube, das wird sich auch in diesem Talk entwickeln und wahrscheinlich auch in diesen Interviews. Aber generell sehe ich jeden Menschen individuell. Ich brauche da keine bestimmte Bezeichnung dafür, außer die Person wünscht sich das natürlich und kommuniziert das. Dann ist das was anderes. Aber ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen strange, dass man das irgendwie so von mir erwartet hat und gleich in so eine Richtung gedrängt hat, wo ich so dachte, so,
chill mal, ja? Chill mal ist auch generell das Stichwort dieser Staffel, denn ich habe Bock auf Diskussionen, ich habe Bock auf kontroverse Diskussionen, ich habe Bock auf schöne Diskussionen und ihr könnt euch hier austauschen, wie ihr wollt. Ich möchte, dass hier niemand angefeindet wird. Ich bin offen für alle Meinungen, egal aus welchem Spektrum hier, rund um diese Thematik und ihr wisst, dass das nicht selbstverständlich ist. Bei den meisten Kanälen ist es nicht der Fall. Da gibt es keine Kultur mehr, was irgendwie Fehler in Anführungsstrichen betrifft. Das ist hier anders. Deswegen seid gechillt, habt Spaß. Es ist ein Unterhaltungsformat. Und ja, genießt die Zeit auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Und als ich die Kandidatinnen gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, da dachte ich schon so, boah, die finde ich interessant. Die, eigentlich finde ich irgendwie alle interessant. Und das ist krass, weil ich das so bei anderen Shows offen gesagt nicht immer so sehe. Aber hier ist es einfach eine sehr coole Sache. Ich habe mir Notizen gemacht und ich werde jetzt auf diese Notizen zugreifen, um einfach, das wiederzugeben, was ich sagen wollte. Ach, noch eine Sache ist mir auch aufgefallen, ja. Ich habe ja in dem Video mit Markiel über die Pressetexte gesprochen und da gab es eine Sache, die muss ich auch nochmal ganz kurz klarstellen. Da gab es ein Zitat von Madeleine, das ist ja die Bachelorette als Princess Charming quasi, wo es darum ging, dass sie keine Repräsentation in ihrer Jugend hatte. Und als ich jetzt diese Folge angeguckt habe, hat sich der Sachverhalt für mich nochmal verändert ein bisschen. Und zwar habe ich gesagt, Repräsentation generell gesehen gab es ja auch in ihrer Jugend, weil es gibt verschiedene Serien, es gibt verschiedene Influencer, es gibt generell Personen des öffentlichen Lebens. Natürlich kann man sich nicht mit allen identifizieren, ich auch nicht. Und man muss natürlich auch sich für bestimmte Themen interessieren oder danach gucken, je nachdem, ob man Filme, Serien, whatever guckt, um natürlich auch diese Repräsentation zu finden. War bei mir in der Jugend auch so. Aber es gab sie. Und da wurde überkrass diskutiert und weil dann gesagt wurde, ja, aber es gab wenig. Und da habe ich so geschrieben, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Geschrieben, ja, wenig, definitiv, aber sie hat ja gesagt, keine. Ja, und keine ist nicht wenig und wenig ist nicht keine. So, in dieser Sendung jetzt aber kam der Kontext so rüber, dass sie meinte, dass sie quasi keine Vorbilder, so habe ich das jedenfalls jetzt verstanden, in diesem familiären Umfeld hatte. Ja, und das ist natürlich mal noch was ganz anderes. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht, aber ja. Das wollte ich schon noch mal ganz kurz an dieser Stelle anmerken. Habe ich mir ja aufgeschrieben. Und ich muss sagen, es sieht sehr wertig aus. Ja? Also Princess Charming sieht sehr, sehr wertig aus im Vergleich zu der anderen Staffel oder den anderen beiden Staffeln. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die billig aussehen, aber man merkt schon, dass man jetzt hier in Thailand das ganze Ding auf ein anderes Level heben will und einfach versucht, so ja, schönere Bilder zu kreieren, was ich auch ganz gut finde. Wahrscheinlich hat man auch bei Charming Boys ein bisschen am Budget insofern gespart, dass es da ja keine wirklich relevanten Dates gab, ja, muss man jetzt auch einfach mal fairerweise sagen. Und hier sieht man schon, dass man sich da ein paar mehr Gedanken gemacht hat und das fand ich sehr schön. Ich fand auch die Idee ganz cool, dass man quasi die Princess Charming so ein bisschen unter die Kandidatinnen gemischt hat. Die wussten das natürlich nicht und dass sie da schon so ein bisschen, so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen konnte, fand ich ehrlich gesagt sehr spannend anzusehen. Ich finde die ganz außen links, so diesen weiten Style, finde ich interessant auf jeden Fall. Alles gut? Macht ihr gut? Ja? Ja, sieht gut aus. Hier bist du auch schon ganz schön rot, ne? Ja, ich soll ich da mal so? Sehr gut. Okay. Ich mache jetzt einfach mal hier so, ne? Ja. Okay, gerne. Viel Spaß. Alles klar. Dass sich die eine Kandidatin auch gleich verbrannt hat, hat mich so ein bisschen an mich früher erinnert. Also so Kim, ne, so gleich total rot. Also ich bin ja jemand, der immer Sonnencreme trägt. Und auch an dieser Stelle, Leute, nochmal, bitte tragt immer Sonnencreme, auch im Gesicht. Ich habe immer Sonnencreme auf dem Gesicht, ja. Es ist wirklich wichtig, vor allem, wenn ihr natürlich in Länder fahrt, zum Beispiel wie Thailand oder sonst wo, bitte Sonnencreme benutzen, ganz wichtig. Und Kim hat sich ja dann drum gekümmert, oder besser gesagt, Madeleine hat sich drum gekümmert. Und dann ging es auch schon in diese verschiedenen Autos. Mich hat übrigens diese ganze Szenerie so ein bisschen an die Situation erinnert, damals mit Kim. Wisst ihr noch, Kim, der wurde ja quasi als Kandidat mit in die Villa gemischt und man dachte halt zu dem Zeitpunkt so, okay, er ist ein Kandidat, man konnte nicht erahnen, dass er der Prince Charming ist und das fand ich ehrlich gesagt auch ganz cool und ich fand das hier auch sehr cool gelöst, weil es einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz ist und einfach auch diese ganze Sache spannender macht, jetzt mal ganz ehrlich, da kommen die immer alle einzeln in die Villa und werden dann so vorgestellt, das finde ich auch ein bisschen langweilig, ich meine so Bachelorette, guck mal, wie lang ist dieser rote Teppich, dann steht die da und dann kommen die immer alle so angelaufen und sagen, hi, ich bin, keine Ahnung, Adrian und ich komme aus, weiß ich nicht, Bergisch Gladbach und ich male ganz gerne. Also, wisst ihr, was ich meine? Deswegen fand ich das mega cool, dass das hier einfach so
so ein bisschen anders gelöst wurde, muss ich sagen. Danach ging es genau, wie ich schon gesagt habe, mit den Autos. Fand ich auch ganz cool, dass man da einfach nochmal so ein paar private Einblicke oder so ein paar private Momente und vor allem ein paar private Aussagen von den Kandidaten erfahren hat, so ein bisschen bezogen auf, was stellst du dir vor, was ist so dein Typ Frau, worauf stehst du, keine Ahnung, wie lange ist deine letzte Beziehung her, bla 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 bla. Da gab es schon so ein bisschen Informationen, fand ich auch mega cool. Habt ihr einen Teil? Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es auch voll schwierig. Also, sich gut unterhalten können. Es muss irgendwie ein Vibe da sein. Die kommen hier aber auch richtig aus deinem, was du ausstrahlst. Ja. Und wenn du sagst, hey, ich stehe dazu, wie ich bin. Strahlst du voll aus. So, ja. Ich bin schon seit 2018 Single. Ich habe tatsächlich einfach ein bisschen länger gebraucht, herauszufinden, was ich wirklich möchte. Ja, bedeutet das auch, dass du eher Männer getroffen hast vorher? Genau, ich war in einer Beziehung mit einem Mann vor. Hast du aufgeregt? Ja, gerade geht's. Jetzt, wenn man mit den anderen ist, finde ich, hat es auch schon ein bisschen besser gemacht, weil ich habe alles ein bisschen aufgeregt. Ja. Warst du schon mal in Thailand? Ich war tatsächlich noch nie in Thailand. Das ist das allererste Mal, vor allem auf Koh Samui. Ich finde es hier so schön. Ja. Und du? Ich war tatsächlich vor 10 Jahren schon mal in Thailand. Echt? Ja, halt so typisch so nach dem Abi. Ja. Party ab nach Thailand. Den Einzug in die Villa fand ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive nicht jetzt so super, super, duper spannend, aus dem einfachen Grund, weil wir die Villa ja schon kennen. Ne? In der Vergangenheit ist es nämlich immer so gewesen, will ich auch nochmal ganz kurz erklären, dass ja Prince Charming und Princess Charming auch nacheinander gedreht wurden. Hier war das genauso. Also die Charming Boys wurden zuerst gedreht, dann wurde Princess Charming gedreht. Ne? Man hat auch die Reihenfolge geändert, sonst nicht. Wir haben zuerst Princess Charming, dann Prince Charming. Dieses Mal hat man geswitcht. Und das wird immer quasi direkt am Stück gedreht. Das heißt, die einen ziehen aus, die anderen ziehen ein. Und normalerweise ist es ja so gewesen, dass man Princess Charming zuerst gesendet hat und dadurch halt schon die Villa kannte. Dieses Mal ist es umgedreht. Ich muss sagen, ich habe da jetzt, für mich war das jetzt natürlich nicht so spannend, weil das kennen wir ja schon alles. Es war ja 1:1 irgendwie das Gleiche und da ja Charming Boys sich eh irgendwie nur in dieser Villa abgespielt hat und es da ganz wenig Dates gab, war das jetzt für mich nicht so, wo ich sage, wow, krasse Villa. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich irgendwie vorher nicht gehabt, deswegen erzähle ich das auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte die ganze Zeit so meine Momente. Ich dachte so, ach krass, da ist es eskaliert. Oh, und da war dieses Gate mit Aaron und Basti und da ist Mo sauer gewesen. Hattet ihr das auch? Also das fand ich irgendwie krass. Und dachte so, zum Glück haben die Kandidatinnen das zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, was da vorher passiert ist, ja. Weil ich glaube, dann hätten die sich nicht so krass gefreut. Alter. Oh, Leute, den hab ich oben. Nein! Oh, das war jetzt ein Zeichen, oder? Mega nice. Alter, ist das ein Palast, oder? Alter, richtig. Oh mein Gott, mit Meerblick. Krass, Leute, wirklich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen runter zu den Runter Drinks. Zu den Drinks. Runter zu den Drinks. Jeder hatte geile Laune, jeder hat Bock und jeder ist sowas von motiviert und das ist das, was wir brauchen. Prost! Also krass gefreut, so nochmal auch, was ich meinte, so bezogen auf die Schwingungen, die da herrschen. Es gibt ja auch eine Frau, die ein bisschen esoterisch angehaucht ist und die wird wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Ja, ich weiß nicht, ob die bösen Geister der Charming Boys vertrieben wurden. Auf jeden Fall gab es dann eine Vorstellungsrunde, ja, wo man auch nochmal die Pronomen gesagt hat. Und das ist auch noch ein Thema, da bin ich mir auch unsicher, weil ich da das nicht ganz verstanden habe, aber das, glaube ich, kläre ich erstmal in meinem Talk, da können auch noch ganz gespannt drauf sein. Und dann ging es zu Gabby. Und zwar wurde Gabby gefragt, was sie denn beruflich macht und da wollte sie sich nicht sofort konkret äußern. Was machst du beruflich? So ein bisschen dies, das. Okay, was kommt jetzt? Also, Model und krass. Bisschen Insta. Okay, cool. Krass, ja, nice. Model. Was macht man denn da beruflich? Ich persönlich denke, dass man freizügige, ästhetische Bilder von sich präsentiert. Die Frauen wissen jetzt gerade noch nicht, dass ich drehe, weil ich nicht so mit der Tür ins Haus fallen will und sagen, ich mache. Weil ich bin ja nicht nur definiert durch meine Arbeit. Ich kann das auch ein bisschen verstehen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kann Gabby da ein bisschen verstehen und ich bin auch gespannt, wie das noch so ein bisschen weitergeht. Ich sag schon Gabby, sie ist Gabi, ne? Ich erkläre euch auch mal, warum. Natürlich tun wir alle so, oh, sind wir tolerant und sind wir weltoffen, sind wir auf gewisse Art und Weise auch, aber natürlich ist so eine Branche, wenn du im Erotiksegment tätig bist, ist natürlich irgendwie, hat ein Image, sagen wir es einfach mal so. Ne? Also ich habe in der Vergangenheit Freunde gehabt, also mit denen habe ich auch noch Kontakt, bin vielleicht nicht mehr so close, was nichts mit dem Business zu tun hat, die auch sowas gemacht haben oder auch immer noch ausüben. Ich habe damit jetzt ehrlich gesagt nie ein Problem gehabt, weil mich das nicht stört, so ich gucke auf den Menschen, ne, was Freunde betrifft, aber ich muss jetzt sagen,
wenn ich jetzt einen Partner hätte, also ich habe natürlich einen Partner, aber der macht was anderes. Wenn ich jetzt, also einen Partner muss ich auch ehrlich sagen, der an diesem Segment arbeitet, ich glaube, das wäre für mich ehrlich gesagt schwierig, da einfach nicht, weil ich generell ein Problem mit diesem Business habe, sondern weil ich, glaube ich, ein Problem damit hätte, wenn mein Partner an meiner Seite solche Intimmomente mit quasi einteilt. Ja, generell habe ich kein Problem damit. Ich glaube, das wäre halt einfach nichts, was irgendwie so zu mir passt. Da bin ich nicht so locker, ja, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen konnte ich es auch so ein bisschen verstehen, dass sie das nicht gleich so krass droppen wollte, weil sie vielleicht ja, dieser Vorverurteilung entgehen wollte. Wobei ich finde, dass sie da, glaube ich, eigentlich auf einer relativ sicheren Bank unterwegs gewesen wäre. Aber interessant wird natürlich, wie das dann am Ende bei Madeleine ankommen wird. Ne? Weil das ist natürlich dann auch so dieselbe Frage, die man sich irgendwie stellen will. So wie viele andere Themen. Was möchte man? Ist es okay, wenn jemand in diesem Segment arbeitet? Möchte man als Beispiel eine Fernbeziehung? Möchte man als Beispiel einen großen Altersunterschied, ja, wenn es denn einen gibt? Oder möchte man, so wie bei der Bachelorette, mit einer Frau zusammen sein, die ein Kind hat, also kann man das tragen, möchte man diese Verantwortung übernehmen, möchte man diese, in Anführungsstrichen, Einschränkungen haben, ne? Also das sind alles solche Fragen, die man natürlich klären muss und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Princess dann am Ende des Tages darauf reagieren wird. Diesen Moment haben wir noch nicht erlebt, aber sie ist dann auf jeden Fall eingezogen und alle waren natürlich hellauf begeistert. Hallo ihr Lieben! Es war ein totaler Schockmoment, als sie da oben stand. Ein krasser so Auftritt. So, auf einmal stand sie da vor den goldenen Flügeln. So, ah. Hi. Hi! Ich bin Madeleine. Hi, Madeleine. Hi, Madeleine. Ja, und ich bin die neue Princess. Schön, dass wir uns auch schon kennen, ne? Das ist gut, dass wir bekannte Gesichter haben. Okay. Echt? Ich frag mich alle schon mit dem einen oder anderen Person, schon Augenkontakt hatte, ne? Als sie meinte, ich hatte schon mit ein paar Leuten Blickkontakt, hatte ich keine Ahnung, wovon sie redet. Oh, hä? Wie? Hä? Wie? Hab ich irgendwas verpasst? Soll ich mal runterkommen? Hallöchen! Hi. Ja, hallo, ich bin Lili. Hi. Die Prinz ist auf jeden Fall ein heißer Feger. Hi, freut mich. Ich bin Nina. Aber ich sag's dir auch gerne noch tausendmal. Ja, gerne. Danke. Okay. Das kann ich mir merken. Okay, gut. Das ist eine sehr schöne Frau. Hallo. Hallöchen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viel über die Princess gesagt. Okay, ich habe das in diesem Vorstellungsvideo schon mal gemacht. Ich muss sagen, ich finde die mega sympathisch. Ja, ich finde die auch sehr attraktiv, ja, muss man auch ehrlich sagen. Und ich glaube, die ist einfach cool. Ich glaube, die hat einen coolen Vibe. Ich glaube auch, die wird da gut ankommen. Ich bin gespannt, ob die sich auch wirklich sehr öffnen kann. Ne? Ich habe ja in der letzten Staffel so ein bisschen kritisiert, dass ich das Gefühl hatte, dass die Princess, die Hannah, ein bisschen nicht so offen war. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie desinteressiert war. Ich habe ja damals auch so ein bisschen mit ihr im Interview drüber gesprochen, wie sie das alles empfunden hat. Aber wir gucken mal. Ich bin auf jeden Fall positiver Dinge und bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube, dass es für sie auch vielleicht so ein bisschen einfacher war, jetzt in diese Gruppe zu kommen, weil sie die ja vorher schon mal so ein bisschen getroffen hat. Ne? Also die waren natürlich dann schon irgendwie insofern überrascht, weil das wusste man natürlich nicht. Also wir wussten das als Zuschauer, aber die konnten das natürlich nicht erahnen. Ich meine, sie war als Crewmitglied verkleidet. Doch, sie hatte ein Crew-Shirt an und eine Maske auf. Und also einen Mundschutz, ne? Keine Gesichtsmaske. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und Leute, jetzt habe ich mir eine Kandidatin aufgeschrieben, die finde ich so ultra witzig. Moment, ich will den Namen nicht falsch sagen. Ja, und das ist Lilly. Leute, ich finde sie so ultra witzig. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das eine Person ist, wo es so ein bisschen Knatsch geben könnte, einfach weil sie sehr aufgedreht ist, weil sie eine Art hat. Damit kann man entweder umgehen, damit kann man nicht umgehen, ja. Ich finde sie ultra witzig und ich hoffe, dass sie ganz, ganz, ganz oft gezeigt wird, weil ich sie einfach mega cool finde. Und dann gab es ja diese Situation, wo sie so ein bisschen, sie ist ja, sie singt Deutschrap. Sie rappt. Deutschrap ist ihr Thema und das war ganz witzig, weil Madeleine ja eigentlich gar keinen Deutschrap mag und dann ist sie aber Deutschrapperin und dann hat sie das ein bisschen vorgemacht. Ich fand's ultra witzig. Als wir gefragt haben, was für Musik sie meint, sie alles außer Deutschrap und ich schon so, psch, bitte sag, keiner verrät, dass ich rappe und dann, Lilly, rapp doch mal eine Runde. Nein! Ich war ganz außer Deutschrap. Jetzt frage ich nicht. Es war auf jeden Fall schon ein krasser Druck, weil mich alle angeguckt haben und so mach. Und ich so, nein. Ja, los. Vielleicht mag ich Deutschrap dann, ja. Leute, ich war auf jeden Fall sehr nervös. Vor allen anderen und vor der Princess. Eins, zwei, drei. Hey.
Ey, du weißt. Ich mag mein lieber weiß, nur etwas für echte Kenner. Mag in Wehmann etwas kalt. Morio, Vegano, Bio, von Riesling bis Albarino. Schrein hier ohne mein Vino, Chardonnay und Femmentino. Ja, Lilly hat gerappt. Naja. Obwohl ich vorher gesagt habe, ich finde Deutschrap nicht gut. Ja. Dass Lilly sich da dann wirklich hingestellt hat und gerappt hat. Ich glaube, sie fand es halt auch nicht schlimm. Das war mega gut. Hallo, like, also wirklich. Jetzt überlege ich mir das nochmal an. Als also ich kann euch auf jeden Fall sagen, diese Frau hat auch schon so ein bisschen mein Herz im Sturm erobert. Viele andere auch, ey. Ich finde auch alle wirklich so ultra attraktiv, ultra spannend. Da ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, so, oh, die ist aber langweilig, ne? Gar nicht. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auch auf die Staffel und ich muss auch sagen, dass es eine gute Lauflänge hatte. So. Also ich habe mich überhaupt gar nicht gelangweilt. Manchmal, wenn ich eine neue Folge Bachelorette geguckt habe, dachte ich mir so, ja, ich muss es immer angucken, weil ich die Interviews gemacht habe. Also was heißt mussten, ne? Ich mache es ja freiwillig. Aber da dachte ich manchmal so, puh, irgendwie... Wisst ihr, hat nicht gewiped. So, aber hier hat es mega gewiped. Wir hatten nochmal so ein paar coole Gespräche, wo man auch schon so ein bisschen merkt, so, da könnte was gehen. Da muss man auch mal reingrätschen, weil ja irgendwie alle Angst haben, dass sie schon an diesem Abend fliegen könnten. Und ich glaube auch so mit Daisy könnte da ein bisschen was gehen. Die finde ich übrigens auch sehr schön. Die hat eine Ausstrahlung. Jetzt, wenn ich die sehe, denke ich mir so, krass, Alter, ja. Haut mich richtig um. Also da gab es schon so die ein oder anderen Momente, wo man so ein bisschen als Zuschauer gemerkt hat, so, da könnte was gehen, ne? Wie flirtest du? Mit Augenkontakt bestimmt, oder? Ja. Okay, ich auch. Du auch? Ja, ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, mir auch. Ja. Habe ich auch schon gemerkt, ja? Dass du mit Augenkontakt bist. Dann lass ich mal jetzt allein bei euch zwei. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Ich fand es gar nicht schlimm, dass sich Daisy dazugesetzt hat, weil sie hat es auch irgendwie ganz smooth gemacht. Ja, also ja. Man kann das nicht mit jedem machen. Das können nur wenige. Ich habe schon gemerkt, ich glaube, da könnte eine gewisse Chemie sein. Aber glaubst du? Ich glaube schon. Du hast auf jeden Fall sehr schöne Augen. Dankeschön, du auch. Ich lasse euch direkt mal diesen Moment. Später. Bis später. Ich hätte schon gerne länger mit Daisy gesprochen. Es reizt auf jeden Fall, ja. Ist sie dein Typ? Deiner? Ja. Ja. Hattest du schon ein Einzelgespräch? Nein. Ich will es nicht überstrapazieren. Warum? Wahrscheinlich, weil ich schüchtern bin. Schüchtern. Mein Ziel des Abends war so ein bisschen, ich möchte auf jeden Fall merken, dass sie mich wahrnimmt. Was mich dann verunsichert hat, ist, dass so viele Mädchen auf sie zugegangen sind. Ich will mich jetzt zwingen zu gehen. Ich hole mir jetzt noch ein Wasser. Aua, scheiße, ich stell mich immer auf mein Kleid. Ach ja. Hallöchen, meine lieben Liebenden. Darf ich euch kurz stören oder soll ich noch warten? Ja, das war tatsächlich jetzt so ein bisschen Speed-Dating, tatsächlich. Mein Jan, danke schon, meine Liebe. Hallöchen. Hallöchen. Das zeigt ja nur, dass sie Bock haben. Na. Und dass sie zeigen wollen, hey, ich bin hier. Das war jetzt erstmal so mein Fazit zur ersten Folge. Also es musste jetzt natürlich noch niemand gehen. Da wurden, ich glaube, vier waren es, ne? Vier wurden rausgesucht, die dann quasi auf ein Date gehen. Da muss ich ehrlich sagen, diese Taktik habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe nicht verstanden, warum man irgendwie 13 Krawatten da aushändigt, um erstmal so den Eindruck zu vermitteln. Vier kommen dann nicht weiter und dann kommt die irgendwie zum Einzeldate oder nicht zum Einzeldate, zum Gruppendate wahrscheinlich. Ja, klar, ist eine Gruppe. Da habe ich so das Gefühl, das ist mein Bauchgefühl, kann ich nicht bestätigen, aber ist mein Bauchgefühl, dass das vielleicht die vier Kandidatinnen sind, wo sie sich irgendwie unsicher ist und deswegen einfach rausfinden möchte, ja, passt es oder passt es nicht? Jetzt wäre natürlich die Frage, ob dann einer von nächster Woche gehen muss, ja. Wenn das so sein sollte, dann ist die These vielleicht gar nicht so schlecht, die ich hier gerade geäußert habe. Und nächste Woche kommen auch neue Kandidatinnen. Genau. Steffi unter anderem. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr generell dazu zu sagen habt. Ich bin generell gespannt, was auch so die Community sagt. Damit meine ich jetzt nicht nur ihr als Community, sondern ich meine so generell die Princess Charming Community. Die sind ja sehr, ja, kritisch, nennen wir es mal so, ne? Aber ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu kritisch mit mir. Ich finde, man hat schon irgendwie gemerkt, dass ich richtig Spaß dran hatte jetzt, oder? Sagt mal. Habt ihr den Eindruck, dass ich Spaß dran hatte? Ja, ach übrigens, ganz wichtig noch an dieser Stelle, wenn ihr noch keinen RTL Plus Content, also Account habt und ihr konntet nicht gucken können, dann geht mal in meine Infobox. Da gibt es für neue Kunden noch Rabattcodes. Könnt ihr auch gerne euch einen gönnen sozusagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Auf Wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.